Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und deshalb mir, dem Jake. Genau. Hi. Und mit Zedokiden, mir. Und ich wurde jetzt von, wie heißen die, Axum, in einen Hinterhalt gelockt. Und ja, das kämpfen wir jetzt mal. Und, ach so, ja. Das wird in der Tat jetzt ziemlich... Genau, weil, also ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich, ja, ich glaube, dass, Was hat er denn? Ich werde es dir nicht verraten, aber es wird kein spektakuläres Ereignis. Aber wieso sagt er dann, dass ich gar keine Chance habe? Weil es ein Hinterhalt ist. Hm. Und du bei Hinterhalten vom Computer aus immer gar keine Chance. Weil es ist ja schlicht ein Hinterhalt. Ja, wobei, also die Moral ist bei Hinterhalt echt katastrophal, das stimmt. Aber... Und das ist jetzt... Außer du hast Sparta. Ja. Aber das ist jetzt mal endlich mal eine Karte, wo ein Hinterhalt Sinn macht. Also da sind ein paar Sandhügel und ein fetter Berg. Und da könnte man sich dahinter verstecken. Ja. So, okay, also gucken wir mal. Wer hat das Licht ausgemacht? Also, da sind deine Einheiten. Ich dachte mir jetzt gerade schon so, hä? Jetzt kann ich mir deine Generalseinheit, die mir vorhin einmal durch meine Bogenschützen durchgeprescht ist, auch mal ein bisschen besser angucken. Okay, und welcher von den Hanseln hier ist... Ah, da ist dein General. Ziemlich eindeutig, weil es der einzige ist, der nicht so einen coolen Helm hat. Oder so eine coole Maske. Hey, die sehen ja fast ein bisschen aus wie meine Spartiaten. Von den Rüstungen her und so. Ja, keine Ahnung, ich sehe es gerade nicht. Deine Schilde sind hässlicher. Nein, nein, ich meine deine Einheiten. Ja, sehe ich ja auch nicht. Ach ja, stimmt, bei dir ist ja alles schwarz. Ja. So, einmal schön begutachten hier alles. So. Mal gucken. Aber das ist jetzt lustig, weil bei mir wird unten jetzt das Kräfteverhältnis auch viel besser angezeigt. Also, und zwar? Ja, du hast ungefähr 60%. Also 60% sind rot, 40% gelb. Aber, ja, bei den anderen war es komplett andersrum. Also nicht andersrum, da war es, glaube ich, 80 zu 20 oder so. Also, naja. So. Okay. Die Frage, also ich muss eigentlich darauf spekulieren, dass ich dich komplett auseinandergenommen krieg, weil sonst und dafür muss ich dich, glaube ich, ziemlich gut aufwiegeln, damit das funktioniert. Das wird nicht ganz leicht. Warte, habe ich nicht gerade eben hier drüben Einheiten hingestellt? Dankeschön. So. Ah, das ist ja praktisch. Reichweite reicht sogar. Boah, Alter, schrei doch nicht so in mein Ohr! Du auch nicht. Yo. Weißt du, klicke ich ihn an und er, meine Speerträger. Und ich bin so, yo. Chill. Relax, Bursche, relax.
Ach so. Oh. Ups. Upsi. Upsi poopsi. Nahkampfinfanterie. Okay, also hast du schon mal Nahkämpfer. Ja. Spoiler. Ich hab dir auch schon, du weißt doch schon, dass ich mindestens eine Einheit Speerbahnherträger hab. Herträger? Sie tragen den Herrn. Herbahn-Speerträger meinte ich natürlich. So, okay. Hab ich, kann ich da im Voraus? Ach so, nee, das sind. Dann, du kannst eh nicht bereit drücken, oder? Nee, es fängt dann an, wenn du klickst. Okay. Hey, ich fahr auf dem Fahrrad, auf dem Wagen. Die Männer wanken. Ah, jetzt schon? Krass. Hä, wie konntest du die denn so schnell darüber kriegen? Klicken. So, einmal schön hier in dein... Ja, ich sehe schon. Ja, verdunkelt den Himmel! Oh, jetzt kriegst du mich aber schön eingekreist hier. Obwohl, nee, schieß lieber da auf, das ist mir lieber. Alter, die Bogenschützen sind halt auch heftig. Ey, du hast ja noch da hinten Bogenschützen. Ja, das ist korrekt. Krass. Okay, dann komme ich mal dahin. Auch schön, dass ich meinem General sag, er soll deinen General angreifen und er es halt einfach nicht macht. Hm. Ah, shit. Okay, egal was ihr tut, schießt auf den General. Schießt auf seine verdammten, kackigen, miesen, kleinen, ekligen Streitwägen. Okay. Ja, verstanden. Ihr sollt immer noch auf sein Streitwagen draufballern. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Tut ihr das, ja? Versteht ihr das wirklich? Shit.
schießt ihr eigentlich auch? Oder tut ihr nur so? Ja, die schießen auch. Bringt es auch irgendwas oder eher nicht so? Ja, im Moment nicht mehr. Ja, jetzt ballert aber auch hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. 10 von 60. Na, komm. Ah, einen Streitwagen habe ich schon. Jetzt überfahre ich mal deinen General hier. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Das ist eigentlich behindert, ich habe hier hinten eine 80 Mann starke Einheit noch. Warte, ich komplett flieht. Ich muss mal deinen General töten. Ja, tu dir keinen Zwang an. Alter. Aber ganz ehrlich, du hast dich sehr viel verbessert, ehrlich gesagt. Also das war echt anstrengend für mich. Ja, ich werde mittlerweile innovativer und besser von den von der Geschwindigkeit meiner Kampf. Genau, ja. Ja, von der wie nennt man das? Von Micromanagen bist du besser. Ja, genau. Gut. Ja, ich würde sagen, man merkt, ich habe jetzt ein bisschen mehr mit Kavallerie gespielt, mit den Barbaren. Mhm. Also auch nicht viel, aber da ist es ja, da du nicht einfach wie in Sparta eine feste Formation aufstellst, sondern hier und da mal so ein bisschen guckst, dass da die Fronten nicht brechen quasi. Genau. Ist ja da das Wichtige, dass du versuchst, deinen Gegner zu umkreisen, am besten in den Wald rein zu kiten und dann zu umkreisen und von allen Seiten. Mhm. Genau. Also Kavallerie ist wirklich... Da muss man schnell sein und hoffen, dass sie das macht, was du sagst. Ja, da habe ich schon auch das Gefühl, die ist launisch. Ja, leider schon. Boah, meine Generalseinheit mit ganzen 73... Okay, aber ich muss sagen, ich habe das Reitwagen kloppen richtig. Ich meine, dein General hat schon wieder fast 400 Kills. Ja, aber nur weil ich in Leute reingekommen bin, die keine Formation hatten. Also gegen Formation sind die nutzlos. Ja, gut. Ja. Pikenphalanx. Ja, das ist... Boah. Aber also bei Formation muss man wirklich schauen, dass man die irgendwie aufbricht und dann mit dem Streitwagen durch, also durchrattern, aber das ist so schwer. Also... Ja. Na. Ja, oder halt in einem Moment, wo jemand wechselt oder was halt selten passiert. Aber selbst wechseln, also man kann ja nicht einfach durch seine Einheiten durch, weil, also man muss... Ja, genau, weil dann machst du ja deine eigenen Einheiten. Genau, genau. Das war ja jetzt ja auch mit der Kavallerie. Die eine Kavallerie ist gegen deine Fernkämpfer und mein General ist gegen deinen General. Und dann habe ich zwei... oder drei Einheiten von der Kavallerie berührt und die sind gestorben. Ja, ich säbel halt einfach die Beine mit ab. Säbelst halt einfach alles weg. Ja. Ja, Knossos, was will denn Knossos von dir? Die wollen einen Nicht-Angriffspakt. Weiß ich nicht, ob ich den eingehen soll, weil grundsätzlich und der Provinz Hellas ist. Andererseits weiß ich nicht, ob ich den jetzt gerade vorhabe einzunehmen.
Also, wenn du innerhalb der nächsten 10 Runden das nicht einnehmen willst, dann kannst du es ruhig machen. Oder du kannst es auch lassen. Also, wenn die nichts dafür bezahlen, dann lass es. Also. Das könnte man mal ausprobieren. Ja. Also, weil aktuell ist es hoch. Ja. Jetzt könnte ich sagen, Zahlung einfordern, sagen wir 2000. Jetzt ist es niedrig. Okay, wie wäre es mit 1000? 1000 kann man schon machen, oder? Nein, okay, dann nicht. Dann, halt nicht. Ja. Dann seid ihr meiner Beachtung nicht würdig. Hört, hört. Gut, Kultur, Kultur. Pergamon lebt ja immer noch. Ah ne, ich glaube, jetzt wurden sie versenkt. Warte, da ist zweimal Fraktionen vernichtet. Warte mal, also Synkretismus oder Eingliederung oder Unterwerfung, also bei den Kulturen, bei den Glaubensdingern. Und ich würde sagen Eingliederung, weil das war so das Sparta-Ding. Nicht Sparta, das war Blablub. Du weißt schon. So. Ich weiß genau, was du meinst. Gut. Nubische Bogenschützen. Geschossschaden 40. Okay, haben meine auch. Okay. Dann hole ich mir noch die da. Und dann schaue ich mal, wo der hinschnabuliert ist. Entschuldigung. Jo. Dann hole ich mir mal sein Dörfchen. Und ja, das brauchen wir nicht zu spielen. Ich habe mir noch zwei Elefanten geholt. So. Also Streit wegen Elefanten. Muss noch aktivieren. Akzeptieren. Thank you. So. Ja, wobei. Holen wir uns noch einen Streitwagen. Ja, warum denn nicht? Zwei Streitwagen, zwei Elefanten. Ja, schau so, die Streitwagen, die Elefanten trampeln in die Formation rein und dann fahren die Streitwagen durch. Ja. Okay, wir könnten noch eine... Ui, was ist los? Ich habe gerade schwer gemacht. Ah, okay. Wir könnten noch eine große Schlacht machen. Also gerade sind wir bei 20 Minuten. Wenn wir noch eine große Schlacht machen mit den Hansel von drüben gegen Kusch. Okay. Kusch dich! Kusch dich! Oh, okay. Er sagt, ich habe keine Chance. Habe ich keine Chance? Warte mal, der hat... Okay, er hat viele Fernkämpfer. Ja, ich kann mit Fernkämpfern nicht umgehen. Ja, weiß nicht. Okay, probieren wir es mal. Okay. Was denn? Keine Ahnung. Achso. Ja, genau. Kavallerie und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elefanten und dann nur noch Piken und Fernkämpfer. Jau, ich glaub's auch. Jetzt weißt du, was ich gemeint habe mit vorhin, was ich mir dabei gedacht habe, als ich die Hansel von drüben rekrutiert habe, also mit den ganzen Elefanten. Was ist los bei mir? Oh Mann. Piken und Elefanten. Boah, eklig. Ja, ja, aber ich meine, die Elefanten wären gegen meine Spartiaten super. Ja, auf jeden Fall sind die sehr gut um... also Phalanxen sind die sehr schlecht, aber sie sind sehr gut, um gegen Formationen vorzugehen. Ja gut, aber nachdem die Formation, die ich hauptsächlich Ach du Kacke, wie das ausschaut, Alter. Das sieht aus wie... abnormal. Das sieht aus wie, keine Ahnung, Thranduils Elbenarmee, wenn sie der
Stadt drin steht, im dritten von Hobbit. Echt? Okay. Ja, Mann. Hier, warte. Ich schau mal, ob ich... Also ich meine, für die Zuschauer jetzt uninteressant, aber so damit du die... Obwohl du siehst es ja dann... Ja, ich seh sie ja dann. So, okay, gucken wir doch mal, wie genau tue ich das jetzt machen. Du hast einfach Zugangswege von überall. Obwohl, ich weiß nicht, ob du da durch kannst. Sieht ein bisschen zu schmal aus. Also grundsätzlich erstmal alle weg da. Ich brauche hier Platz zum Gucken. So, dann brauche ich bitte. Was könnt ihr? Ja. Nee. So. Ah, warte, Quadratformation war ja nur, wenn sie quasi in der Mitte von irgendwas stehen. Brauche ich nicht. Das versteht ihr, ist das so? Das ist doch gut. Das finde ich schön, wenn ihr das versteht. Ich hoffe, ihr versteht es wirklich und tut nicht nur so. Wo hast du nochmal gesagt, ich hätte viele Fernkämpfer? Bei der Garnisonsarmee, glaube ich, war über die Hälfte Fernkämpfer. Ja, okay, gut. Das wirkt jetzt irgendwie mäßig überzeugend, so die... Ja, ein bisschen mäßig und kleinkariert. So. Wie seht ihr denn jetzt eigentlich aus? Das hier ist... Die sehen halt wirklich aus wie so ein paar Dschungelkämpfer mit so Leopardenfellschilden und so. Dschungelboy. Dschungelboy. Yay. So, was habe ich denn jetzt noch? Ich habe meinen... Ah, na toll, okay, Begeisterung pur, okay. Okay, von da kommst du nicht, wohl von hier könntest du reinkommen. Eventuell, wenn die da schon so stehen können, dann fürchte ich, kannst du da rein. Was ich nicht cool fände, von da kann ich da Truppen draufstellen? Warte mal, ich muss jetzt einmal kurz hier Formation erstellen, einfach nur, damit ich weiß, welche Truppen ich schon eingesetzt habe. So, was habe ich denn jetzt noch? Ich habe noch... Okay, ich habe nur noch euch zwei als Speere. Aber ich habe ja... Hey, nee, warte, ich habe... So... Okay, und kann ich euch hier rüberziehen? Oh shit, tatsächlich. Ich kann die tatsächlich darüber ziehen. Okay, dann machen wir. Oh. Und dann hauen wir 1, 2, 3. Noch da dahinter. Dann hauen wir dich hier rein und hinter dir die. Und dann wird das ab jetzt interessanter. Aber erst ab jetzt. So, weil... Hey, geht das jetzt plötzlich doch, dass ich da Einheiten reise? Warum wurde mir das vorhin nicht angezeigt, dass das geht und jetzt geht's plötzlich? So, gut, dann muss ich das nämlich ändern, weil sonst kannst du einfach hier an meinen Speeren vorbeireiten und das fände ich irgendwie nicht so cool. Du würdest dich wahrscheinlich darüber freuen. Maybe. Aber ich fände es nicht so cool, wenn du an meinen Speeren einfach vorbeireitest. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie du dich aufstellst. Du, das ist so unfassbar, meine Formation. Die ist so heftig krass unfassbar, nice, dass du sie nicht fassen kannst. Okay. Unfassbar. So.
Ha, shit. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Du bleibst hier. Dann muss ich euch zwei... Ja, ich hatte doch noch eine Nahkampfeinheit, oder? Ja, okay, doch nicht. Gut, dann müsst ihr wohl so auskommen. So, und dann haben wir die da. Nee, die da. Und dann die zwei kommen da noch mit rein. Drei sind die da drüben. Dann haben wir jetzt noch eins. Wie machen wir das jetzt? Jetzt kommen die hier hin. Bam. Das ist eins. Warte, was genau habe ich jetzt getan? Oh shit. So, so wollte ich das haben. So, dann haben wir drei hier. So. Und dann die da drüben. Und da kommt dann ihr noch mit dazu. So. Dann haben wir noch unsere zwei Popelfritzen da drüben. Und die. So, wunderschön. Eine Festung. Okay, jetzt zeig mal her. Ich kann nichts sehen, fuck. Ah, jetzt wird langsam. Ah, okay. Was? Wie was? Er hat gerade gesagt, selbst die Spartaner sind dem Ruf ihrer Fortfahren nicht mehr würdig. Willst du mich verarschen, du Arschgesicht? Stirb! Tobi, töte den bitte als erstes. Schick ihn mir entgegen. Warte. Nee. Nee, das ist mein General, deswegen lieber dich. Aber hey, selbst in Alexandria spricht man von den Spartanern. Musst du so sehen. Ja, genau. Ey, die Elefanten mit goldenen Rüsselpanzern und... Ja, tun sie... Sonst wirkt sich protzig genug. Nee, aber sonst tun sie ja sich die kleinen Rüsselchen stoßen. Die Armen. Feuert, ihr Lümmel! Ihr Lümmel! Warte, seid ihr Pelter? Ah, deswegen haben die keine Reichweite. Ich zeig dir mal, wie es geht. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Arschloch. So. Ich erwidere deinen feurigen Enthusiasmus mal. Super. Und ich treffe einfach alle Einheiten mit einer Salve. Ja. Achso, okay. Ich dachte schon, die bleiben jetzt einfach so und schauen sich an. Also die auf der anderen Seite. So, warte. Habe ich noch irgendwo Bogenschützen? Das wäre irgendwie praktisch. Irgendwas mit ein bisschen Reichweite wäre noch gut. Die Männer wanken.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Reichweite ausreicht für das, was ich machen möchte. Ah ja, doch. Doch, doch. Reicht es bei allen? Ja, sieht gut aus. Was genau tust du da mit deinen Bogenschützen jetzt? Dich angreifen. Jo. Oh, warte, ich habe eine super Idee. Wo ist mein Bogenschütze? Scheiß auf Friendly Fire. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, so ein paar Elefanten sind schon ein bisschen krass, ne? Jo. Jo. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Versuchst du gerade mir zuvorzukommen? Nein. Ich gehe wieder zurück. Wolltest du nicht den General töten? Das wird jetzt gleich sowieso das Endergebnis dieser noblen Strategie werden. Alter! Wie viele Leichen! Meine armen Dschungelboys! Oh, krass. Die armen Dschungelboys. Naja. Das wollte ich eigentlich. Das hat jetzt nur irgendwie nicht so richtig funktioniert. Für Ehre! Geh auch durch, gut, dass die mitten in deine Elefanten reinfliehen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Elefanten. Was mache ich gegen die Elefanten? Alter, die haben halt richtig reingehauen. Oh. Ja, ich bin jetzt schon am Pläne schmieden, wie ich Elefanten loswerde. Ja, also, du hast richtig reagiert mit den Feuerpfeilen, aber zu spät. Ja, genau. Ja. Aber also mein Vorteil war, dass ich die Elefanten komplett auf einer Seite hatte, wo... Ja, genau, weil die Elefanten durch den Rage ja da mit Tod trampeln, was in dem Fall aber der Fall war, Truppen zum Tod trampeln hatten. Genau, ja. Aber also, falls du gegen Computerspieler spielst, dann mach auch einfach Flammenpfeile. Und sobald die in Rage geraten, tötet er sie. Also automatisch. Ein bisschen dämlich. Hä, wie, lässt sie dann einfach weglaufen oder was? Lässt sie einfach fliehen dann? Nee, sobald du, wenn die Elefanten in Rage geraten, kannst du den Reitern befehlen, sie zu töten. Ah. Also ja, quasi, wenn die in deine Armee komplett reinrennen, dann, ja, tötest du sie lieber, als dass sie hunderte von Leuten killen. Ja, ja, klar. Ja. Witzig wäre jetzt gewesen, wenn ich so, keine Ahnung, du rennst noch mit den Elefanten auf
Du und ich hätte schon mit Feuerpfeilen so eine richtige Salve raufgeballert. Ja, dann hätte ich keine Chance gehabt. Also, und sie wären halt dann einfach irgendwo zum Ragen gekommen. Ja. So mitten in der Pampa. Ja. Vor allem, sobald die dann ragen, da kannst du auf normalen Modus wieder umschalten und die, ja, einfach töten. Mit normalen Pfeilen. Naja, aber das... Die Überlegung ist, aber was mache ich mit Sparta gegen die Elefanten? Einfach so eine Einheit, weißt du, so eine Armee... Ja, nein. Also, da gibt's sicher auch ziemlich viel. Weil du hast gemeint, gegen Phalanx sind sie schlecht und logischerweise, weil alle gegen Speere. Gegen lange Speere. Ja, genau. Also, das ist ja quasi wie. Also, gegen Elefanten sind wirklich Phalanx sehr gut. Und Brandpfeile. Mhm. Genau. Also, in meinem Fall dann eher die Peltasten, weil Bogenschützen darf ich ja nicht. Ja, Peltasten können ja auch. Brennende Speere, genau. Genau. Was eigentlich echt lustig ist. So, ja, und sie haben ja dann auch noch so eine krasse Rüstungsdurchdringung gegen die Elefanten. Genau, ja. So, warte mal. Wie sieht's denn? Du hast schon 20, okay. Ja, aber bis ich bei dir bin, habe ich schon die königlichen Elefanten. Also... Da darf ich genauso wie du bei den Helden Spartas auch nur 2 oder 3 in der ganzen Armee haben. Oder halt komplett. Genau. Aber wir sind schon wieder fertig für heute. Yo! Jetzt sogar fertig für heute, nicht nur fertig für die genau, Folge. Genau, die Session ist jetzt fertig. Gut, und wir gehen ins Bett. Yo! Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Diese Folge war ein bisschen actionreicher. Also zwei fette Schlachten war. Also ich fand's geil. gut, auf jeden Fall. Die Hansel von drüben sagen Ade. Adieu. Adieu.